Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic 3. Ja, ich habe mittlerweile keine Ahnung, wo ich den Weißen Hetzer finden soll. Irgendwie, ich muss hier wahrscheinlich ganz Norden absuchen und ich habe keinen Bock. Sachen, muss ich ehrlich sagen. Ich weiß nur, dass er irgendwo im Norden sein soll. Irgendwo hier, gehe ich mal von aus. Und das ist riesig, das Gebiet. Ich weiß nicht einmal, was für ein Tier das ist. Vielleicht einmal mit dem Bogen, dann vielleicht sehe ich den Namen von dem. Säbelzahntiger. So, so, warte mal, wenn wir nochmal auf die Map gehen. Ich habe keine Ahnung, wo ich suchen soll. Was ich noch nicht so richtig erkundet habe, wäre das Gebirge da bei Xardas im Norden. Obwohl, naja, da kann man glaube ich nicht hoch, ne? Nördlich von Xardas kommt man gar nicht hoch. Dahin war doch eine Abkürzung, meine ich. Ich will trotzdem vielleicht mal versuchen, dahin zu gehen. Ah ja, und den Bogen wieder ausrüsten, damit ich die Namen lesen kann von den Tieren. Vielleicht finde ich den noch. Säbelzahntiger wieder. Hier glaube ich nicht. Runterspringen will ich jetzt nicht noch einmal. War schon schlimm genug, dass wir da einmal schon runtergesprungen sind, um zu gucken, ob wir drauf gehen. Aber unten ist ja Wasser. Das heißt, dass wir dann quasi ja bis irgendwohin schwimmen hätten können. Hatten wir hinter Xardas Turm eigentlich schon geguckt gehabt, ob da irgendwie was ist? Da eine Möglichkeit ist, weiterzugehen? Da haben wir einen Schattenläufer. Trotzdem mal alles mit. Der war jetzt aber nicht der Dingens. Der weiße Hetzer. So, ich würde hier trotzdem mal weiter gehen. Und gucken, ob es hier wirklich vielleicht noch einen Weg gibt. Irgendwie außenrum oder so an ihm vorbei. Vielleicht hier. Ja. So, nochmal ein Energy. Ich glaube aber, dass man es hier auch nicht hätte sein sollen.
Nee, ich glaube nicht. Ich bezweifle, dass der Hetzer hier oben sein kann. Ich gehe mal wieder runter, vielleicht unten irgendwie. Ich glaube, den Sprung werde ich nicht überstehen. So, das haben wir überstanden. Nein, nein. Okay, das würde noch funzen. Nein. Alter, wie geil. Wie geil. Ich will hier wirklich nochmal alles absuchen. Da hinten gab es noch ein paar Tiere. Vielleicht war eins davon der weiße Hetzer, oder? Wenn wir jetzt nochmal auf die Map gucken. Hier in dem Bereich da hinten. Und einen Schaman haben wir hier vergessen gehabt. Hirsche gibt es hier auch jede Menge. Ein Wollbison. Eine Meerewollbison. Ich höre hier Fleischwanzen. Komm, den Schamane. Eiswölfe. Einmal kurz speichern. Ich weiß jetzt nicht, ob ich gegen die ankomme. Das sind doch ein bisschen viele. Das waren doch etwas sehr viele. Die kommen hier hoch, verdammt. Wollbisons, ich brauche eure Hilfe. Da, 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 da. Jetzt treffen die gar nicht. Da, da, da. Okay, die anderen sind wahrscheinlich weg. So. Da, da, da. Ja, jetzt kommt da. Da. Alter, das war jetzt eine Herausforderung. So, einmal speichern.
Und den Bogen wieder raus. Okay, da haben wir einen Troll. Das wäre krass, wenn der jetzt der weiße Hetzer wäre. Kumpel, renn noch ein bisschen. Ich glaube, hier auf dem Turm wäre es sicher. Komm, wie viel Leben hat er denn noch? Ein paar Gobos. So, und was haben wir hier? Eine Truhe. Fleischpflanzen lassen wir in Ruhe. Also die Bisons lasse ich auch in Ruhe. Die sind ja nicht das, was ich suche. Okay, hier glaube ich nicht, dass ich den finde. Sensor, wo soll ich suchen? Ich habe keine Ahnung, wo ich suchen soll. So, vielleicht den hier wieder auspacken. Eben kurz speichern. Ich dachte schon, ich falle jetzt runter. Aber ernsthaft, ich habe echt keinen Schimmer, wo ich suchen soll. Da hinten würde ich nochmal gucken wollen.
Ja, ich habe jetzt tatsächlich null Plan, wo ich suchen soll. Also. Ich gehe nochmal hoch. Und suche von da irgendwie einen anderen Weg. Jetzt hier im Norden fehlt wirklich nur noch das mit dem Hetzer. Ansonsten müsste ich wo hier umlegen, um an den Stein zu kommen. Gehe ich mal von aus. So, ich sauf jetzt einen Ausdauertrank nach dem anderen, um irgendwie hier schnell voranzukommen. Ja, Säbelzahnkatzen wieder, natürlich. Echt keine Ahnung. Da haben wir noch so ein Ahnendings, eine Ahnenbucht, die wir ja auch schon erledigt hatten. Und ich bin auch mittlerweile wieder zu weit südlich, würde ich mal behaupten. Und Larsen haben wir auch noch nicht wiedergefunden. Da haben wir einen Eiswolf. Das sind echt zu viele von denen. Eiswölfe gibt es ja auch ohne Ende. Ich höre da was. Ich will da hoch. Komm, das schaffst du. Larsen! Komm, erst gönnen wir uns auch nochmal. Hier ist er hin. Mit der Waffe! Kluges Kerlchen. So, ich bin an dem da. Nein, geh weg. Larsen, weg da. Weg mit der Waffe! Ich bin an das Erz. Dann nicht. Aber dann haben wir ihn doch noch wieder gefunden. Okay. Das können wir speichern. Komme ich hier runter, ohne drauf zu gehen? Ja. Also, den Bogen wollte ich wieder ausrüsten, damit ich... hier vielleicht noch... das Viech doch noch wiederfinden. Die Gorbos da oben muss ich noch erledigen. Komm, wir gehen mal hier entlang zu den Gorbos.
Okay, zwei Schamanen. Da! 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 Alter, wieso? Da sucht sich jemand den aus, der am weitesten weg von ihm ist. Kann das sein? Da ist er. Der weiße Hetzer. Da! Da! Okay, der, Da! Ruf beim Wolf-Clan. Auch nochmal erhöht, perfekt. Töte den weißen Hetzer. Wo hätte ich erfahren sollen, dass der hier ist? So, Wolfsclan. So, Bogi. Der Hetzer ist tot. Der Hetzer ist tot. Ich weiß. Ich habe es gespürt, als er starb. Bekomme ich jetzt den Stein? Ja, er soll dir gehören. Halte ihn in Ehren. Was ist mit dir? Ich werde jetzt gehen und sterben. Meine Hütte gehört dir. Ich brauche sie nicht mehr. Wo geht er hin? Die Hütte gehört jetzt mir. Wo geht Bogi hin? Ich speichere das mal. Da können wir jetzt gleich endlich zum Kloster gehen, den Stein da abgeben. Was lustig wäre, wenn er jetzt hier sich einfach in den Tod stürzen würde. Ich laufe ihm mal hinterher. Ja, keine Ahnung. Vielleicht sehen wir den nochmal wieder. Aber warte. Da würde ich mich jetzt zum Innenschrein im Kloster teleportieren. Frithjof wartet. Wir haben den Stein für Adrian, glaube ich, hieß der. Oder Aidan. So in der Richtung irgendwie. Dann ist das dann auch endlich abgeschlossen. Aidan. Hier ist der Stein. Hier ist der Stein. Ja, endlich. Wie lange habe ich auf diesen Moment gewartet? Jetzt wird alles gut. Hier, dieses alte Buch habe ich in der Bibliothek gefunden. Ich hoffe, es hilft dir weiter. Aidans Buch erhalten. Altes Wissen plus 12. Wie viel altes Wissen bräuchten wir maximal? Hoppala. Also 250 wäre das Maximum. Wir haben jetzt altes Wissen 133. So, hier alles abgeschlossen.
Darauf, Darauf sag ich mal. Komm, ich nehme ihn mit. Los geht's. Olivier. Darkgott. Idon, ne. Wer war hier ein Händler? Muss ein paar Sachen einkaufen, sagen wir mal so. Altus. Also den Norden haben wir jetzt komplett abgeschlossen. Dann fehlt jetzt, also Nordmar haben wir komplett abgeschlossen. Jetzt fehlt dann nur noch Varant. Das mit den Dings hier. Komm, ich sag ihm vielleicht doch lieber, ich werde mich jetzt nach Varant porten. So, lauf zurück. Lauf zurück. Du weißt, wo du mich findest. So, nach Bakaresh. So. Und Finn, wir werden seine Hilfe brauchen. Wenn er bereit ist, werden wir es auch sein. Finde Sinica. So schon. Und Sinica ist in den Osten gezogen. Such ihn in der Nähe der Tempelstadt Bakaresh. In der Nähe von hier. Also wo könnte er sein? Bei den Krokos glaube ich nicht. Speicher nochmal. Nur um sicher zu sein. Da! 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 So, Eisenheim. Vielleicht auch damit irgendwie jemanden suchen, finden. Ansonsten auch kein Plan, wo der sein könnte. Vielleicht da oben? Ja, diese Sandcrawler immer. So, jetzt haben wir den. Noch ein Snapper Cloud. So. Warte mal. Da ist was. Echt jetzt? Ich bin Sinica und eigentlich sollte dies ein Versteck sein. Tja, ist wohl nicht versteckt genug. Offensichtlich nicht. Du kannst dich hier eine Weile ausruhen. Aber versuch keine Dummheiten und lass mich in Ruhe. Atheras schickt mich. Atheras schickt mich. Wir wollen uns Bakaresh vornehmen. Wie sieht's aus? Bist du dabei? Habt ihr euch das gut überlegt? Bist du dabei oder nicht? Wir werden die Hilfe der Sklaven brauchen. Wir müssen Kontakt zu ihnen aufnehmen.
Du kannst dich in der Stadt frei bewegen. Finde einen Sklaven, der bereit ist, mit uns zu kämpfen. Einen, der die anderen Sklaven zum Aufstand bewegen kann. Dann greifen wir an. Erledige das. Ich gehe zur Oase. Wir treffen uns dann dort. Unterstützung, neue Quest. Ernsthaft? Hier ist nichts, was Sinn macht. Ich suche mal jetzt einen Sklaven. Ansonsten, wie soll ich das machen? Hier, Unterstützung. Bakaric ist ja schon befreit, also wen soll ich hier als Unterstützung holen? Ich graf das nicht. Hätte ich vielleicht mit Bakaric warten sollen, es zu befreien? Irgendwann ist doch das vorbei. Ja, hier sind die ganzen Nomaden. Ich glaube, ich will das gar nicht hören. Aber gibt es überhaupt noch Sklaven? Ich glaube, hier gibt es gar keine Sklaven mehr. Doch, da oben müsste doch noch einer gewesen sein. Kann es sein? Murak, ich suche Unterstützung. Ich suche Unterstützung. Ich glaube, ich weiß, wovon du sprichst. Aber ich glaube nicht, dass ich dir helfen kann. Hör zu, du bist der Einzige, der mir helfen kann. Du musst die anderen Sklaven überreden, mitzumachen. Und das wirst du. Das ist gefährlich. Natürlich ist es das. Aber es geht um eure Freiheit. Na schön. Aber Worte allein werden nicht reichen. Ich brauche bessere Argumente. Was brauchst du und wie viel? Waffen. Wir brauchen Waffen, mindestens 3 Bündel. Kriegst du. Und Rüstungen. Und Heiltränke und ein paar Artefakte wären nicht schlecht. Jetzt komm mal wieder auf den Teppich. Gut. Besorge mir nur die Waffen, das muss reichen. Hier sind die 3 Waffenbündel. Hier sind die 3 Bündel. Gut. Ich werde sie verteilen. Geh zu deinen Freunden und sage ihnen, dass wir bereit sein werden. Okay, jetzt bin ich neugierig, wie die eine bereits befreite Stadt befreien wollen. Gegen nicht mehr vorhandene Gegner. Na, aber echt, wieso ist mir das vorher nicht aufgefallen mit diesen einen Höhle? Okay, wir waren aber auch bisher noch nicht da oben hingegangen. Und ich wollte eigentlich, ich bin ehrlich, ich wollte eigentlich schon anfangen zu googeln, weil ich ihn beim letzten Mal nicht gefunden habe. Und ewig gebraucht hatte, um den zu finden. Ich glaube, ich werde gleich aber googeln dürfen, um die Seneca und so weiter jetzt noch einmal zu finden. So, vor allem, warte mal. Ruf Nordmann 90, Ruf bei den Orks 24, Ruf bei den Rebellen 78, Ruf beim Waldvolk 85, Ruf bei den Assassinen 14. Ruf bei den Nomaden 69.
Also in Nordmar haben wir bisher den besten Ruf. Obwohl, ich glaube, ich habe sie schon wieder gefunden. Die waren doch hier. Oder? Ja. So, Nomade, 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 Seneca. Die Sklaven kämpfen mit uns. Die Sklaven kämpfen mit uns. Dann sollten wir sie nicht warten lassen. Mach dich bereit, dann greifen wir an. Retsch? Bring mir was über das Diebeshandwerk bei. Okay, der kann hier nichts Neues beibringen. Nomade? Nomade? Knut! Mit wem musste ich reden? Also, Seneca? Atheras. Seneca ist bereit. Seneca ist bereit. Gut. Was mit euch Typen aus dem Norden ist, weiß ich nicht. Aber wir Nomaden sind bereit. Okay, dann muss ich jetzt mit Knut reden. Nee. Hä? Okay. Ich gehe noch mal kurz nach Bakare. Und guck mir an, ob ich da jetzt vielleicht noch mal eine Befreiung machen muss. Finde ich schon ein bisschen komisch. So, nochmal so ein Getränk. Ich muss aber sagen, ich bin schade, dass wir den einen Helm nicht mehr haben. Sondern jetzt den alten Helm quasi wieder bekommen haben. Also vom Design her. Nur, dass der alte Helm diesmal einen Buff mehr hat. Muss ich vielleicht mit Dings nochmal reden? Mit dem einen Sklaven? Ich muss ehrlich sagen, ich mag die Musik hier. So, Murak. Wir können später noch reden. Pass gut auf dich auf. Wir können später noch reden. Okay, dann zu Shakya. Der ist in Lago. Lago? Hier, Lago. Ich hoffe, das reicht.
So, Shakyor. Okay, wer fehlt mir noch? Sinike haben wir, Burit haben wir, Butras haben wir. Kayor? Er kämpft bei Morasul. Morasul. Morasul da. Wo genau soll der sein? Nee, Tänzer, wo soll ich den jetzt suchen, bitte? Ich würde die Karte mal nehmen. Wenn wir hier mal runtergehen, also von der Stadt. Denn da hinten waren wir, glaube ich, noch gar nicht. Ich vermute, dass er irgendwo da hinten sein soll. Okay, hier sind aber viele von denen. So, kommen die Luffy hier auch noch dazu? Alles Erfahrungspunkte. Und die macht ja kaum Schaden, also kann man gut durchziehen hier. Vor allem, ich will ja wissen, wo ich jetzt Kayor finde. Da! Nachdem ich hier alle ausgelöscht habe. Noch mehr Blutfliegen. So. So, Varan. Der ist auch noch. So schnell den Feuerwaran weg. Da.
Ich glaube, ich werde hier noch ein Weilchen suchen dürfen. So, die nehme ich auch noch mit, die beiden. Ich sammle hier jetzt einen Erfahrungspunkt hat einen anderen. Stufe 72 sind wir sogar. Wenn wir die komplette Tierwelt hier niedermetzeln. Vor allem, wie viel brauche ich eigentlich für die nächste Stufe jetzt genau? Oh. Ja, 32.000 Punkte muss ich sammeln. Ja gut. Dürfe ich dann einiges ausschalten hier. Niederkloppen. Oh. Ja. Ja. So. Dich auch. So, Kroko. Noch ein Kroko. Da! So, die Viecher jetzt wieder. Da! Dem Feuerwaran ist es einfach egal, dass hier da seine Artgenossen getötet werden. So, Kroko. Da! Oh. Da! Okay, jetzt zwei Krokos. Da! Da! So, den hier auch nochmal. Da! Ich schalte hier einfach alles aus, ohne zu wissen, wo ich hingehe. Beziehungsweise, wo ich hin muss. So, den Kroko auch nochmal. So, und jetzt muss ich erstmal wieder was essen. Komm, das kann ich auch speichern. Wo genau befinde ich mich jetzt? Sehr weit im Süden gehe ich mal von aus. Warte mal. Weltkarte. Die weit im Süden. Also schon quasi außerhalb der Map wieder mal. Da!
So, wie sieht es jetzt hier aus? Gut Punkte gesammelt schon. Wieder mal. Das werden mir zu viele Krokos. Okay, schön, wenn die sich in den Felsen reinbacken. Und ich finde es krass, dass wir Varanz doch nicht so sehr aufgeräumt haben, wie ich gedacht hatte. Das ist jetzt, glaube ich, das dritte Mal, dass ich hier am Aufräumen bin. So. Und hier. Mein Kleiner. So. Ich glaube, hier kommt nichts mehr. Ich glaube, wir müssen schon in die Ruine da rein und da aufräumen. Snapper! Jo, wo kommen die? Also, die hatten Fleisch gegeben, ne? Ja. So. Snapper gaben Fleisch. Vielleicht noch mal kurz speichern, wenn wir jetzt hier sind. Morgen sieht das schon wieder anders aus. Mhm. Assassin Deine gefunden. Letzte Stunde hat geschlagen. So. Okay, der eine hieß Hassan. Das waren die Erzdiebe. So, Kämpfer, Assassinschwert, Assassinenmesser. Hassan, was hat... Hassans Brief? Wo ist denn Hassans Brief jetzt? Hier kann man definitiv nicht pennen. Lagerfeuer. So, 7 rohes Fleisch.
Und speichern. So, Schakale, die gehen einfach jetzt mittlerweile. Da! So, von wo die jetzt alle herkommen? Nein, kommt keiner. Ist dann nur noch der hier. Warte mal, welche Siedlung ist das da jetzt? Morasul da hinten. Und speichern. Und dann will ich den da noch besiegen. Herz eines Feuergolems. Da vorne ist Licht. Weil die Warane sind. Ich habe hier was gehört. Was habe ich gehört? Ich habe schon eine Stimme gehört. Sind hier. Da. Da. Oh. Hier ist noch eine Ausgrabung. Okay, von wo habe ich die Stimme gehört? Ich habe definitiv eine Stimme gehört, ich schwöre. Und wo kommen die ganzen Untoten jetzt wieder her? Da! 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 Na jetzt ernsthaft, von wo kommen die alle her? Da! Da! Nein! Komm, weißt du was? Solange hier jetzt kein Feldherr der Untoten. Dann wird es hier noch ein bisschen länger dauern. Aber ich mache die jetzt alle so platt, ganz ehrlich. So, den Feldherrn. Komm, ich lock die alle an. Kuckuck, ich bin hier. Okay, warte, warum war der eine jetzt schnell? Oh.
Ja. Auf Abstand bleiben. Ja. Ich habe gesagt, auf Abstand bleiben. Ja, super. Aber interessante Zombies, die eigentlich mit Püppeln hauen. Sind die bisher eigentlich intelligentesten Zombies, die ich in einem Spiel gesehen hatte, muss ich ehrlich sagen. Da! 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 Alter, wie der schon mittlerweile durchtränkt ist. So, ich höre hier aber noch irgendwas. Noch mehr Snapper. Da! So. Und so. Noch einer. Dum, dum, dum. Steintafel. Altes Wissen nochmal plus 3. Aber ich würde sagen, wir machen genau hier in der nächsten Folge weiter. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus. Und ciao.